Jetzt haben wir gerade oben in den Bäumen was gehört. Also da ist was gesprungen. Es wird zu 99% ein Affe gewesen sein. Aber die Frage ist, was für eine? Das ist mir krass. Man geht lang und hört plötzlich entweder mal was schreien oder was springen. Und schon ist man nicht mehr alleine. Der Dach ist so dicht, dass man auch wirklich nichts sieht. Man sieht immer Äste wackeln. Oder sonst nichts. Also auf jeden Fall werden die Affen jetzt nicht weiter runter zu uns kommen, weil sie haben ja gar keinen Grund, dass die jungen Blätter und die Früchte und alles sowas wächst ja in der Regel weiter oben. Oben spielt sich hier im Dschungel, tief im Dschungel, das meiste ab. Und unten ist eigentlich recht wenig. Das sollte man auch wissen, wenn man auf so einen Trail geht. Nicht, dass man sich so einen langen Trail von 5, 6 Kilometern aussucht und denkt, man sieht jetzt einen Haufen Tiere. Das ist überhaupt nicht so. Also man sieht und hört in der Regel irgendwelche Vögel, also die sieht man auch nicht wirklich, weil die auch oben sind. Aber die Affen und so zum Beispiel, die sind in der Regel in den Baumkronen. Wir gehen jetzt wieder weiter, weil wir die Affen leider nicht gesehen haben. Da wird die ganze Zeit geguckt und gewartet, aber keine Chance. Der Dschungel ist letztendlich doch zu dicht, um irgendwas zu sehen, jedenfalls hier. Der Baku-Nationalpark ist der kleinste Nationalpark auf Borneo und ja, hat mal gerade eine Größe von 27 Quadratkilometern. Und es ist so, dass momentan nur die Hälfte davon für Besucher zugänglich ist. Der andere Bereich ist schon seit längerem geschlossen, um praktisch die Natur die Möglichkeit zu geben, praktisch sich zu regenerieren und dass die Tiere sich halt auch zurückziehen können und man halt nicht überall langlaufen kann. Und wir finden, das ist vollkommen in Ordnung. Und der Baku-Nationalpark steht seit 1957 unter Schutz. Und hier gibt es natürlich sehr viele Tiere, die ihr hier entdecken könnt. Es gibt insgesamt 3 verschiedene Affenarten. Dazu zählen die Nasenaffen, unsere Lieblinge. Dann die Silberlanguren und die sogenannten Langschwanzmakaken oder Krabbenfressermakak auch genannt. Und natürlich das Borneo-Bartschwein, die Riesengleiter. Und natürlich noch viele andere Tiere, die ihr hier entdecken könnt, in diesem wundervollen Nationalpark. Jetzt haben wir endlich mal hier Makaken getroffen. Mir saugt gerade was aus. Jetzt haben wir endlich mal Makaken hier getroffen. Die, hier ist ein großes Männchen. Da sollte man auch weggehen. Ja, ich muss doch hier langsam gehen. Der Mann ist noch hier. Ja, mit denen ist nicht zu spaßen. Die sind zwar klein, aber die sind halt zahlenmäßig überlegen. Das ist halt das Problem. Und die Zähne sind nicht zu unterschätzen. Also gerade von den großen Männchen. Und die können sehr, sehr gut unterscheiden zwischen Tourist und Local People, also Einheimischen, können die sehr gut unterscheiden. Und als Tourist kann man mit denen halt nicht so gut umgehen wie als Einheimischer, das ist ganz klar. Also da lässt man sich natürlich schon provozieren. Hier ist alles voll. Sarina hat immer ganz schön Angst, aber ich bin hier der große Affe, sage ich mir immer, deswegen. Ich komme doch.
Doch, die muss man bloß mal die Grenzen aufzeigen. Ich mach's genauso wie die Makaken auch. Nach unserer Wanderung haben wir uns noch ein bisschen entspannt und Abendbrot gegessen und dann die Kräfte mobilisiert, weil wir wollten auch diese Nacht wieder in den Dschungel gehen. Heute haben wir mal alles mit Infrarot gefilmt, damit wir wenig Licht benutzen müssen, um vielleicht mal ein paar andere Tiere zu Gesicht bekommen. Ja, und hier haben wir gleich am Anfang so eine große Motte gefunden, die am Baum ein bisschen entspannt. Ja, und an diesem Baum, da wurde es dann richtig interessant, weil wir das hier gesehen haben. Da schaut ein Tier heraus und zieht sich recht schnell zurück. Und da mussten wir mal ganz genau schauen. Ja, und da war so ein Baumloch und solche Baumlöcher sind immer sehr verdächtig, weil viele Tiere sich in diese Löcher zurückziehen. Wir haben reingeschaut und diese Scheren gesehen und das ist natürlich eindeutig, dass es von Skorpionen die Scheren sind und deswegen mussten wir mal einen Trick anwenden. Und zwar nimmt man so einen Stock oder irgendwas anderes, was man findet, klopft quasi vorsichtig vorne mal an, ob der Skorpion eventuell hungrig ist. Ja, und dann kann es durchaus sein, dass der Skorpion sich entweder zurückzieht oder aber, wenn er Appetit hat und auf Beute lauert, dann kann es durchaus sein, dass er sich diesen Ast schnappen möchte. Er denkt natürlich, das ist ein Beutetier, was da vorne irgendwie rumkrabbelt, weil er ganz einfach nur ein paar Geräusche hört und die Bewegung wahrnimmt. Ja, und dann kann es sein, dass er in diesen Ast mit den Scheren reinkneift, ihn festhalten möchte und letztendlich ja, irgendwas erbeuten möchte, was er ihm verspeisen kann. Das hat er auch ganz gut gemacht. Er hat eben in den Ast reingekniffen, aber wollte nicht herauskommen, hat sich letztendlich nur so gezeigt. Aber wir schauen später nochmal vorbei, ob er sich dann ein bisschen besser präsentiert. Ja, zurück ging es auf den Weg. Wir nutzen sehr gerne diese Plankenwege, weil man da sehr leise unterwegs ist. Wenn man nämlich nur auf den Blättern läuft, dann raschelt das Ganze einfach sehr laut. Ja, und auf diesem Plankenweg, da gehen nicht nur wir lang, sondern zum Beispiel sitzen da auch diese Jagdspinnen, die eben auf Beute lauern. Auch die nutzen das wirklich sehr gerne, weil da ist es natürlich ebenerdig. Sie sehen ganz genau, wenn irgendwas vorbeikommt. Ja, da muss man nur noch aufspringen und hat letztendlich Beute erlegt. Ja, es ist ein schönes, großes Exemplar, was auch immer wieder ein Foto wert ist. Man sollte aber auch abseits des Weges mal schauen, ansonsten entgehen einem zum Beispiel solche Tiere. Hier ist eine sehr große Ameise. Es gibt noch eine Art, die ein bisschen größer ist, aber das ist ja schon ein beeindruckendes Exemplar. Und ja, sollte man lieber nicht anfassen, denn auch die beißen sehr gerne mal zu. Gleich daneben lauerte diese Schrecke. Die tarnt sich auch sehr gerne, als wenn sie ein Blatt wäre und das hat sie hiermit auch gemacht. Oder hier eine große Schabe, sind ja nicht ganz so beliebt und auch wenn ich manchmal so ein bisschen dicht dran gehe, kommt mir auch manchmal was entgegengeflogen. Auch das passiert, das ist dann immer der Schreck in der ersten Minute, aber ganz so schlimm ist es letztendlich natürlich auch nicht. Hier an so einem Rothahn, da sitzt eine Heuschrecke, jedenfalls sieht sie so aus wie eine Heuschrecke vom Kopf her, aber schaut euch mal den Körper jetzt hier an, denn der Körper, der ist ja recht kurz, der Kopf ist riesengroß. Und ja, die Schrecke wirkt wirklich, als wenn sie fast nur aus Kopf besteht. Und ja, kleiner Körper ist noch mit dran. Sarina schaut schon wieder in die Tümpel, ob da ein Catfish drin ist. Und wir haben auch einen entdeckt. Aber hört mal die Geräusche jetzt. Das waren Nasenaffen, die geschrien haben. Und wir hörten auch gleich die nächsten Geräusche. Und zwar diese pfeifenden Töne, das ist eine Seabed Cat, die ist hoch oben in den Bäumen unterwegs und ja, hält Ausschau wahrscheinlich nach etwas Fressbarem. Ja, und man sollte in der Nacht nicht nur die Augen offen halten, sondern eben auch die Ohren, denn das kann durchaus immer sehr spannend werden. Letztendlich sieht man leider dann natürlich nichts. Es ist zu hoch in den Bäumen, aber schaut mal genau hin. Manchmal reflektiert so ein kleiner Punkt und das sind letztendlich die Augen von der Seabed Cat. Und mehr sieht man oftmals auch nicht, weil die Katze natürlich sehr, sehr hoch in den Bäumen unterwegs ist, teilweise 15 Meter.
Und da guckt sie eben nach Beute, die sie machen kann. Aber es ist natürlich auch mal spannend, wenn man nachts im Dschungel ist und plötzlich hört man diese tollen Geräusche und muss erstmal sich orientieren, woher das Ganze kommt. Ja, Sarina hat die Katze dann auch ganz schnell ausgemacht und angeleuchtet und dann ja, reflektierten die Augen und wir konnten zwar im Dschungel, weil die Augen sich angepasst haben von uns, konnten wir die Katze ganz gut entdecken, aber auf der Kamera sieht man natürlich nur diesen einen kleinen Punkt. Mehr ist da leider nicht zu sehen, das tut uns sehr leid, aber ihr müsst uns das Ganze einfach mal glauben, dass es wirklich ein sehr spannender Moment für uns war. Am Ende sind wir dann nochmal zu unserem Freund, den Skorpion, vorbeigeschaut, der sich dann auch nochmal richtig schön präsentierte. Hallo, ihr Lieben. Das war unser letzter Nightwalk im Baku-Nationalpark für diese Zeit. War nochmal richtig spannend. Also das mit der Katzenverfolgung, das war schon ganz gut. Ja, okay. Also das war wahrscheinlich das Seaward Cat, also Seaward Katze, die hoch oben in den Bäumen sitzt. Wir haben die Augen richtig gut gesehen. Sarina hat sie dann auch einmal richtig schön angeleuchtet und konnte den Körper ganz gut sehen. Ja, war schon echt spannend. Wenn man auf einmal so im dunklen Dschungel steht und dann hört man Geräusche, das ist schon, das fährt schon. Die Affen haben um ihr Leben geschrien. Und zwar nicht, weil wir da waren, sondern weil sie natürlich das Raubtier längst gewittert haben. Ja, jetzt sind wir spannend. Jetzt sind wir echt kaputt. Ja, es ist jetzt. Wir waren richtig lange unterwegs heute. Mitternacht, ja. Und morgen wollen wir eigentlich ganz früh aufstehen, weil wir morgen leider abreisen. Genau. Und noch ganz viel morgen früh eigentlich machen wollen. Ja. Also, deswegen gehen wir jetzt duschen und wünschen euch eine gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Tschüss.